Das ist ja noch ein relativ humanes Foto von denen, die jetzt noch kommen werden. Ja. Was genau, wo wart ihr da? Also ich sehe Lennart, ich sehe Lennart und Felix und ich sehe dich in einem Red Bull Flick-Hoodie. War das bei Flick? Das war dieses Jahr beim Red Bull Flick, ja. Nee, letztes Jahr müsste das gewesen sein. Nee, das war oder? Das erste Mal, wo wir da waren, in Berlin im Level. Und da haben wir noch mitgespielt und haben uns qualifiziert für das Event. Und das war das Interview, was wir gegeben haben vor dem Showmatch. Das ist also ein knappes Jahr ungefähr ist das her. Ah, stimmt, doch. Ja, dieses Jahr hat man was anderes an, stimmt. So, jetzt ist das zweite Jahr schon. Also auch immer ein Highlight gewesen. Im Jahr, das war richtig geil. Gegen was für Teams habt ihr da so gespielt? Wenn ihr jetzt sagt Flick. Ich war jetzt gerade auch bei Flick in Kopenhagen und da waren ja relativ viele Pro-Teams unterwegs mit. Habt ihr da auch gegen Pros gespielt? Nee. Also auf dem deutschen Niveau waren das noch keine Pro-Teams. Das waren schon CS-Spieler aus Deutschland, die man kennt, wenn man auch auf Faceit viel unterwegs ist, denke ich. Aber jetzt nichts, was man jetzt auf irgendwelchen super großen Turnieren sehen würde. Okay. Ja, also ich hatte das ja auch geguckt in Kopenhagen, ne? Jetzt letztens und die in Deutschland gewonnen hatten, hier Predi und Sebi, die waren da chancenlos und die waren in Deutschland die mit Abstand die Besten, die haben da, also das siehst du schon, ne, wie das international war, also in Deutschland war es auch schon besser als letztes Jahr, aber trotzdem international, die ganzen Skandinavier da, ja, völlig Polen, verrückt. Skandinavien, die sind crazy, ja, ich habe das jetzt auch da, ja. die Skandinavier, oder die Finnen haben jetzt glaube ich gewonnen, aber die Polen, die waren ja letztes Jahr glaube ich auch im Finale oder irgendwie im Halbfinale und sind jetzt dieses Jahr halt auch durchmarschiert da gegen die Pros, auch gegen Spirit und so weiter. Chancenlos. Was sagt ihr zu dem Bartstyle da? Hat sich da irgendwas verändert bei euch? Also bei mir ist das noch der aktuelle. Mir eigentlich auch, oder? Ja, ein bisschen länger bei dir, glaube ich, oder? Ein bisschen länger, ja. Ich weiß nicht, wie ich da so gucke, was ist denn da passiert? So. War ein langer so Tag, glaube ich. Verträumt. Langer weiß, Tage. Ja. Ja, zwischenzeitlich hast du mal nur einen Schnäuzer gehabt. Ah ne, das war danach, ne? Da hast du von Fatih nochmal einen Bart verpasst bekommen. Der hat mich hops genommen, ja. Der hat dich rasiert, ja. Du träumst auf jeden Fall gerade. Ja, so ein bisschen. Warum hat Fatih dir einen Bartstyle verpasst? Ja, als wir letztens hier waren, das ist ein bisschen ausgeartet bei einer Challenge. Und ja, wir hatten dann am Ende irgendwelche Münzen hergeworfen und ich habe natürlich verloren. Und der Verlierer bei unserem Ratespiel musste sich halt rasieren lassen. Aber ich muss sagen, eigentlich hat er es gut gemacht. Also hat auch gutes Feedback bekommen teilweise. Geht ja auch schlecht aus. Von meinen Eltern nicht, aber...